Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus. Auch diese Folge zeichnen wir wieder auf in unserem improvisierten Studium in einem unserer Außendepots. Worum geht es heute? Um dieses Radio Radione R2. Hersteller dieses Geräts ist die Firma Radione. Der Name setzt sich zusammen aus dem Begriff Radio, wenig überraschend, und dann den Initialen des Fabrikgründers Nikolaus von Elz. Die Firma Radione ist in Wien beheimatet und nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahr 1938 produzierte diese Firma auch den bekannten Volksempfänger. Unser Gerät R2 und auch seine Nachfolger D2, kleiner Scherz, R3, wurden während des Zweiten Weltkrieges über 50.000 Mal produziert und fanden ihren Einsatzzweck oder ihren Einsatzort vielmehr auf U-Booten, aber auch in Panzern und in Flugzeugen. Das heißt, alle Wehrmachtsteile nutzten sie. Unser Gerät stammt von einem U-Boot, dazu später aber noch mehr. Zum Einsatz dieser Geräte, wie man sehen kann, die Gebrauchsspuren sind eindeutig. Sie zeigen sozusagen den Einsatz in einer rauen Umgebung, und deshalb sind diese Geräte eben auch stabil gebaut und aus heutiger Sicht mit 10 Kilo eben keine Leichtgewichte. Wenn man sich das Gerät anguckt, hat man hier den Lautsprecher schon ein wenig angegriffen, die Bespannung, und dann hier die Skala. Und wenn Sie genauer hinsehen, sehen Sie eben drei unterschiedliche Skalen zum Einstellen der Frequenz, denn dieses Gerät konnte Kurz-, Mittel- und Langwelle empfangen. Zusätzlich zu den Frequenzen sind auch Stationen, also der Sender, aufgedruckt. Das Gerät konnte auf zwei Möglichkeiten mit Strom versorgt werden. Zum einen über Netzspannung. Dazu bestand am Netzstecker die Möglichkeit, unterschiedliche Spannungen einzustellen. Und wenn man über Batterie die Geräte betreiben wollte, dann hatte das Gerät innen drin einen Zerhacker, um den Gleichstrom eben in Wechselstrom umzuwandeln. Und ein Netztrafo erzeugte dann die entsprechende Anodenspannung. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo Sie dieses Gerät möglicherweise schon einmal gesehen haben oder sagen, das Gerät gehört haben, dann werden Sie sicher, wie ich, auch an das Boot, also den Roman oder die Filmversion denken. Genau, und da wir Ihnen den Film aus lizenzrechtlichen Gründen nicht zeigen dürfen, lese ich einmal eine entsprechende Passage vor. 27. Seetag. Ein Funkspruch ist eingegangen an Gruppe Reißewolf. 9 Vorpostenstreifen einnehmen, Boote steuern 310 Grad, Fahrt 7 Seemeilen, Vorpostenstreifen ist am 23. 7 Uhr erreicht. BDU. Ein neuer Kurs wird dabei herauskommen, sonst ändert sich bestimmt nichts. Aus dem Radio tönt es ungebrochene Kampfkraft. Abstellen, brüllt der LI so laut, dass ich zusammenschrecke. Unabhängig von der Interpretation, die Romanautor Lothar Günther Buchheim oder dann Filmregisseur Wolfgang Petersen diesen Szenen gaben, verweist die Szene aber ganz deutlich auf den primären Zweck dieses Radios, nämlich darauf, dass auch auf See U-Boot-Besatzung mit nationalsozialistischer Propaganda erreicht werden sollten. Und das galt eben auch für die eben angesprochenen Panzer- und Flugzeugbesatzungen, wo diese Geräte letztlich auch verbaut waren. Die Nazis setzten damit letztlich ihre Propagandapolitik konsequent fort, mit der sie auch in der Weimarer Republik schon sehr erfolgreich gewesen waren und die sie nach der Machtübernahme 1933 ganz konsequent ausgebaut hatten. Das Radio als neues Medium in dieser Zeit spielte dabei eine zentrale Rolle. Und obwohl es offen bleiben muss, welchen Einfluss diese Maßnahme letztlich auf den Einzelnen hatte, kann man sagen, dass die Mischung einerseits aus Informationen, wenn auch propagandistisch überformt, und damals aktueller Musik bei vielen Soldaten gut ankam und die Stimmung durchaus hob. Berühmt ist und vielleicht auch bekannt der Soldatensender Belgrad, der sich hier auch einstellen lässt, der jeden Abend kurz vor 22 Uhr den damaligen Nummer 1-Hit Lili Marleen abspielte. Und nicht überraschend, aus diesem Grund hießen diese Radios dann auch Truppenbetreuungsempfänger. Möglich
Wenn aber auch bei Strafe verboten, war das Abhören von Feindsendern, was mit diesem Gerät durchaus möglich war. Und auch wenn das sich für heutige Verhältnisse wie eine Marginalie anhörte, konnte das während des Zweiten Weltkrieges durchaus drastische Folgen haben. Denn in unserer Dauerausstellung zeigen wir das Schicksal bzw. die Biografie des U-Boot-Kommandanten Oskar Kusch, der, ich zitiere, wegen fortgesetzter Zersetzung der Wehrkraft und des Abhörens von Auslandssendern zum Tode verurteilt wurde. Aber abgesehen sozusagen von der Unterhaltung und der Indoktrination der Besatzung hatte dieses Radio spätestens ab 1943 auch einen primären militärischen Zweck. Seit März 1942 wurden U-Boote beim Marsch durch die Biskaya in ihre Operationsräume oder beim Rückmarsch eben in die französischen Heimatbasen auch bei Dunkelheit von alliierten Flugzeugen angegriffen. Und die Marineführung, die deutsche Marineführung, vermutete damals dann korrekt, dass die alliierten Flugzeuge mittlerweile mit eigenen Radargeräten ausgestattet waren, mit denen sie auch bei Dunkelheit Boote orten konnten. Und um diese Radaranstrahlung selber zu orten als U-Boote und dann eben abtauchen zu können, wurde das Funkmessbeobachtungsgerät FUMB1 METOX installiert. Allerdings nach dem Krisenmonat Mai 43, in dem 40 deutsche U-Boote verloren gingen, kam der Verdacht auf deutscherseits, dass dieses METOX-Gerät eben selbstständig durch den internen Lokaloszillator eine Strahlung aussenden könnte, die dann von den Alliierten wiederum eingepeilt werden könnte. Die Folge oder die Weiterentwicklung war das FUMB-10 Borkum, das ohne diesen Lokaloszillator auskam. Und dieser Detektorempfänger, also das Borkum-Gerät, kam mit ganz wenigen Bauteilen aus, ganz wenigen Schaltungsteilen aus. Und die Alarmanzeige, dass also wenn das Borkum-Gerät eben eine Anstrahlung durch alliierte Flugzeuge eingefangen hatte, wurde dann entweder per Kopfhörer durchgegeben oder durch einen Lautsprecher. Und als Lautsprecher diente dann eben das R2-Radiogerät. Spannend ist auch die Geschichte, wie dieses Radio zu uns ins Museum kam. 1945 im Mai neigte sich der Zweite Weltkrieg dem Ende zu, beziehungsweise endete dann auch. Und in Wilhelmshaven wurden eine ganz große Anzahl von U-Booten zusammengezogen. Einige von denen wurden im Rahmen des Regenbogenbefehls selbst versenkt von ihren Besatzungen, einige andere aber dann später an die alliierten Siegermächte abgegeben. Und bevor das 7C-Boot, von dem dieses Radio stammt, denn diese R2-Geräte wurden vor allem auf 7C-Booten eingesetzt, bevor also dieses 7C-Boot an die Alliierten übergeben wurde, wurde dieses Radio von einem Besatzungsmitglied von Bord genommen wurde eben deshalb nicht mit ausgeliefert. Dieses Radio diente danach in Wilhelmshaven als Küchenradio und die Tochter des Besatzungsmitglieds, die uns dieses Radio übergeben hat, hat uns erzählt, dass sie nach dem Krieg dann American Forces Network gehört hat, also einen amerikanischen Sender, weil sie die Musikauswahl so ansprechend fand. Und deshalb ist es ganz spannend, dass sozusagen mit dem Radio oder in einem Radio, in dem sozusagen oder aus dem eine Zeit lang NS-Propaganda kam, dann später sozusagen ein ganz anderes Programm gehört wurde. Mit dieser kleinen Pointe möchte ich Sie aus dieser Folge im Fokus entlassen. Kommentare gerne hier auf YouTube oder in unseren anderen sozialen Medien. Wenn Sie keinen so einer Videos mehr verpassen möchten, dann drücken Sie die Glocke, abonnieren Sie unseren Kanal oder lesen Sie ein gutes Buch.